Ja, willkommen. Wir sind auch im zweiten Night Hacking Interview heute Abend an der DBX. Neben mir, ganz auf der rechten Seite, sitzt der Werner Keil. Und außerdem haben wir den Sebastian Kohn und den Urs Enzler hier bei mir. Und wir möchten uns etwas unterhalten über so Architekturgeschichten, zum Beispiel Microservices, Modernisierung. Jetzt bei den Microservices, zum Beispiel als ich vor ein paar Wochen an der JAX war, habe ich mit vielen Leuten gesprochen, die haben mir immer erzählt, das ist ein Hype. Diesen Quatsch brauchen wir nicht. Was meint ihr dazu? Ja, ich teile eigentlich diese Meinung. Ich denke, wie ich es böse sage, viele machen CV-driven Development. Sie wollen ihr CV pimpen und wollen Microservices da drinstehen haben und orientieren sich nicht wirklich am Problem, das sie lösen sollten. Weil oft denke ich, dass die Teams die Komplexität, die sie sich reinholen durch so ein verteiltes System, komplett unterschätzen. Und zumindest die Projekte, in denen ich mich bewege oder meine Kunden, die haben schlichtweg die Größe nicht, dass ich so wirklich Microservices anbieten würde. Also ich denke, also ich bin auch sehr agil gemindet. Ich würde mal ein bisschen kleiner und einfacher beginnen. Gut modularisiert, aber als Deployment-Monolith. Ja, würde ich eigentlich genauso, sehe ich sehr, sehr ähnlich. Und wenn ich da mal aus der Praxis raus gucke, wir machen Performance-Tests und Last-Tests mit Kunden, für Kunden, auch von ja, Microservice-orientierten oder basierten Systemen. Und ja, wie Urs auch schon sagte, so die Komplexität wird einfach sehr unterschätzt und man ja, hat halt auch so die ein oder andere Überraschung einfach, wenn es so auf so nicht funktionale Anforderungen, Performance, Verfügbarkeit, was bedeutet das in so einem verteilten System tatsächlich, ja, also was das halt angeht. Was ist dann die Schwierigkeit, die Microservices damit eigentlich? Warum ist das so schwierig, so komplex? Du hast jetzt ein paar Dinge erwähnt, quasi mit der Performance zum Beispiel. Aber woher kommt denn das? Also das ist ja nicht so, dass monolithische Systeme notwendigerweise simpler sein müssen. Allerdings, was halt übersehen wird oder was ich denke, was halt häufig übersehen wird, dass es tatsächlich dann verteilte Systeme sind. Und wenn sie halt nicht wirklich gut geschnitten sind, haben sie häufiger das Problem, dass sie dann zu stark miteinander interagieren müssen. Und da gibt es ja diese schöne Analogie aus der Physik. Da ist ja ein komplexes System, ein System, das eine hohe Wechselwirkung aufweist. Und das ist sehr gut übertragbar, denke ich, auf die Systeme, die wir in der IT bauen. Also wenn diese Microservices, die wir da bauen, nicht ausreichend unabhängig voneinander sind, dann ergibt sich einfach eine erhöhte Komplexität, weil man nicht einen Service aufruft, um etwas zu erledigen, oder einen Microservice aufruft, um etwas zu erledigen, sondern der muss wiederum weitere Fragen und die müssen vielleicht nochmal welche fragen. Und da kommt man dann sehr schnell in größere Probleme einfach rein, die Komplexität dann entsprechend zu beherrschen und einzuschätzen. Ja, ich sehe es genauso. Also sind auch Dinge wie Deployment wird erstmal schwierig, weil ich muss auf viele Teile deployen, nicht ein einzelnes. Versionierung wird viel schwieriger. Wenn ich unterschiedlich versionierte Microservices gleichzeitig am Laufen habe, was ist mit, wenn mehrere Microservices durchlaufen werden müssen bei einer Operation, was ist, wenn ich in der Mitte auf eine neue Version deploye? Was ist, wenn plötzlich die Latenz eine große Rolle spielt oder ein Service nicht verfügbar ist? Natürlich alles Probleme, die man lösen kann, aber oft muss ich einfach sagen, die meisten Probleme braucht es diesen Overhead nicht. Also mal klein und einfach beginnen und wenn es sich dann wirklich herausstellt, ich brauche diese Skalierbarkeit oder diese Austauschbarkeit, dann erst dann diesen Schritt Richtung Microservices gehen. Also gerade im deutschen Sprachraum ist sogar einer der Aussteller draußen, die das auch stark unterstützen, ist das Konzept der Self-Contained Systems, was bei vielen großen Anbietern wie Otto und diverse andere schon viel positive Erfahrungen damit gemacht haben. Habt ihr da auch in Projekten schon damit zu tun gehabt? Und könnt ihr da kurz mal schildern, was der Unterschied eigentlich ist? Was unterscheidet Self-Contained Systems von Microservices?
Tue ich mir ein bisschen schwer bei diesen Hype-Wörtern, was immer genau dahinter steckt. Was ich darunter verstehe, ist ein Self-Contained System. Da mache ich auf den kleinstmöglichen Teil, der wirklich für sich selbst funktionieren kann. Ich sage, Microservices ist eigentlich das Gleiche, aber die meisten Leute aus meiner Sicht verstehen Microservices dann doch wesentlich kleiner. Feingranularer, genau. Self-Contained System finde ich an sich eine gute Sache, weil ich so Single Responsibility auf Services habe. Aber ich denke, viele Teams haben dann Mühe, wie bringe ich das dann in ein UI zusammen? Also mache ich ein Composite-UI oder müssen das unterschiedliche UIs sein? Ich glaube, auch da stellen sich viele Fragen. Kann ich eigentlich gar nicht so viel hinzufügen. Also wir haben auch schon Systeme getestet, die so auf diesem Self-Contained-System-Ansatz so basiert sind. Aus der Testing-Perspektive war das relativ schön, weil tatsächlich da die Grenzen sauber eingehalten worden sind, man relativ gut einzelne Systeme testen konnte. Und in dem Fall war halt auch dieser UI-Integrationslayer, den sie dann benutzt haben, okay, wenn es jetzt mal aus der Testing-Perspektive den quasi auszuklammern. Also so zum Testen war das auf jeden Fall schon ein sehr schöner Ansatz. Wenn wir jetzt mal die Microservice-Geschichte etwas verlassen und uns vielleicht einem anderen Aspekt widmen, das wären Monolithen, so quasi die andere Extremform. Die machen ja doch auch manchmal ihre Probleme. Habt ihr schon Erfahrung damit, wie man das angehen könnte? Zum Beispiel, wie können wir mit einem Monolithen quasi ihn verändern, dass er vielleicht etwas weniger Schmerzen verursacht? Also ich unterscheide jetzt erstmal, was für eine Art Monolith das es ist. Also es ist ein Deployment-Monolith, also deploy ich auf ein Ding, auf einen Server. Das finde ich ziemlich vernünftig, solange es ein einfaches System ist. Oder ist es ein Abhängigkeitsmonolith? Also das typische, alles kennt alles andere. Und das ist ein Riesenproblem, weil solche Software kann ich einfach nicht mehr verändern. Weil wenn ich an einem Punkt was ändern will und alle kennen den, dann muss ich potenziell alles verändern. Und wir sollten gar nicht so Systeme bauen, weil wir die Modularisierung im Griff haben sollten. Aber das ist auch der Schritt, man muss halt solche Systeme versuchen zu modularisieren. Das sind ja meistens noch Legacy-Systeme, das heißt keine Tests, niemand weiß mehr so genau, was da denn überhaupt passiert. Die sind schon im Ruhestand. Ja. Sehr, sehr schwierig, wo beginne ich? Also ich muss wahrscheinlich ein bisschen refactoren, dass ich überhaupt Tests schreiben kann, dass ich ein Sicherheitsnetz habe, dass ich dann aggressiver refactoren kann, umstrukturieren zuerst, also das, was zusammengehört, in die Namespaces zusammenpacken und dann wirklich erst die Modularisierung angehen, Abhängigkeiten drehen, durch Dependency Injection ersetzen und so Schritt für Schritt eigentlich mal zu einem Abhängigkeitsmonolithen durch Modularisierung zu ersetzen. Und dann im späteren Schritt zu schauen, kann ich einzelne Module vielleicht unabhängig voneinander deployen. Sebastian hat nichts mehr beizufügen. Nein, sehr gut. wenn ich jetzt oftmals habe, so einen Monolithen quasi eben zu modularisieren, das geht ja nicht von heute auf morgen. Habt ihr Ideen oder Erfahrung damit, wie man irgendwie vielleicht das Ding, wie soll ich sagen, in einer Art aufbohren kann, dass es gewisse ich soll sagen, Informationen nach außen gibt, wo wir trotzdem vielleicht neue Features implementieren können, einfacher, ohne dass wir direkt in den Monolithen eingreifen müssen? Also eine Idee zum Beispiel wäre, dass wir zum Beispiel in den bestehenden Monolithen-Code Event-Publishing-Mechanismen einbinden, wo wir einfach quasi nach außen über Events offenlegen, was wir in Monolithen tun und über das quasi Hooks haben, wo wir uns anhängen können. Genau, also meine favorisierte Methode ist, dass man eigentlich neue Funktionalität nicht mit den Monolithen reinbaut, sondern dran baut. Das hat aber das Problem, dass ich natürlich diesen Punkt, in dem ich es verbinde, dass ich das irgendwo finden kann. Und jetzt kommt es mir darauf, wenn ich natürlich ein neues Feature baue, dem zum Beispiel auf das andere System aufrufen kann, ist das noch relativ einfach. Wenn ich aber vom anderen System aufgerufen werde, wird es schon ein bisschen schwieriger. Und wenn dann wirklich noch Interaktion notwendig ist, dann wird es sehr anstrengend.
Weil das Problem ist wieder, wahrscheinlich ein Legacy-System, das heißt, erwische ich dann wirklich alle diese Punkte? Oder kann ich überhaupt nur Teile davon aufrufen, geht das? Oder muss ich da schon wieder sehr viel refactoren im alten System, dass ich das überhaupt machen kann? Also das ist die ganze Bandbreite, ob das, es geht sehr gut bis es geht überhaupt nicht. Es hängt extrem vom bestehenden System ab. Aber wenn man es machen kann, ist es natürlich sehr gut, weil dann kann ich dann das neue System hoffentlich auch mit besseren Engineering Practices bauen, also zum Beispiel Test-Driven, gut modularisiert, dass das nicht sofort auch wieder so ein Legacy-System wird. Wenn ich jetzt an verteilte Umgebungen denke und zum Beispiel mobile und ich habe hohe Last und ich möchte aber trotzdem irgend so etwas Ähnliches wie Transaktionen oder ich möchte Transaktionen, gibt es da nicht auch Probleme, die ich mir da einhandeln kann mit den Transaktionen? Was meint ihr dazu? Oder, und gibt es da Ansätze vielleicht auch, wie ich das mit der hohen Last in Kombination, wir haben ja das CAP-Theorem und die Transaktion mit dem Two-Phase-Commit bindet ja eigentlich quasi die Dinge aneinander wegen der Konsistenz. Um was auf Kosten der Availability bzw. der Geschwindigkeit dann oftmals geht. Das ist eine schwierige Frage. Also mein aktuelles Projekt, wir sind nur in ganz atomaren Operationen transaktional. Das ganze System ist komplett auf Kompensation ausgelegt. Das heißt, wir haben dann keine Skalierungsprobleme durch das. Weil wir sagen, wenn es schief geht, wir können, auch wenn du nur die Hälfte gemacht hast, wir können das kompensieren. Das ist nicht ganz ein einfaches Konzept, das dahinter ist, aber das erlaubt uns sehr, sehr viel Flexibilität. Vor allem, wenn ich Distributed bin, ich will ganz sicher keinen Distributed Transaction Coordinator, weil das ist natürlich ein riesen Performance-Bottleneck und ich selber habe es noch nie eingesetzt, aber die Teams in meiner Firma, da habe ich wirklich viele Fluchwörter gehört im Zusammenhang mit dieser Technologie. Ja, also das würde dann, also tatsächlich, wenn man auf Skalierung ja hinarbeiten möchte, ist das halt, wird es halt noch komplizierter bis hin zu unmöglich. Also ab einem bestimmten Punkt wird man halt nicht drumherum kommen, Richtung ja, Eventual Consistency zu gehen oder ja, Systeme zu haben, die mit inkonsistenten State umgehen können, das reparieren können, mit welcher Methode auch immer. Ist dann immer die Frage, ab wann das halt tatsächlich dann halt zu Schmerzen führt. Also das ist im Prinzip das Gleiche wie mit den Microservices. Es macht sicherlich nicht Sinn, auf jedem Scale direkt sich das ans Bein zu binden, nicht doch irgendwo mit Transaktionen zu arbeiten, wenn das sich nicht dann vielleicht möglicherweise vermeiden lässt, weil man eben nicht an den Punkt gerät, wo man bestimmten Durchsatz erreichen muss, bestimmte Latenzen garantieren muss und eine bestimmte Skalierbarkeit garantieren muss. Also da könnte man sicherlich auch einen pragmatischen Abwägung einfach machen. Wenn ihr jetzt so die technischen Entwicklungen oder die neuen Features, die wir so in den letzten, sage ich mal, 3-4 Jahren erhalten haben, so zusammennimmt, was habt ihr das Gefühl, welche Technologien haben am meisten Einfluss auf die Architektur? Gibt es überhaupt solche? Ist das immer noch alles dasselbe? Baut ihr die Systeme heute anders, als ihr sie vielleicht vor 10 Jahren gemacht habt? Ja und nein. Also ich habe das Gefühl, die grundlegenden Architekturprinzipien sind nahezu unverändert geblieben. So wie Entkopplung, Kohäsion, Modularisierung. Für mich ist mehr, ich habe wesentlich mehr dazugelernt, was zum Beispiel gute Modularisierung ist. Und darum habe ich meine Art Arbeit verändert. Aber ich glaube nicht, dass sich das Konzept geändert hat. Was sicher Einfluss hat, sind Dinge wie Cloud. Weil viele Dinge muss ich nicht mehr selber bauen. Ich kann sie einfach als Dienst einbinden. Also ich arbeite viel mehr mit Services, die einfach schon da sind. Ich orchestriere mehr, als dass ich selber baue. Und die geben natürlich auch eine gewisse Architektur dann vor, dass ich das nicht mehr selber machen muss oder manchmal auch nicht mehr selber machen kann. Also, was vor allem interessant ist, wenn man sich halt auf so, zum Beispiel auf so Cloud-Umgebungen einlässt, dass das einen eigentlich auch dazu zwingt, bestimmte
Practices wirklich dann auch konsequent durchzuführen, weil man halt eben nicht, also das, also man kann sich ja mal so die diversen Publikationen von Netflix zum Beispiel angucken, man so als Ideengeber, man kann sich nicht darauf verlassen, dass eine VM tatsächlich immer verfügbar ist, dass eine Region verfügbar ist. Man muss also eigentlich, wenn man es richtig macht und also die Cloud richtig, richtig nutzt, hingehen und schauen, dass man ja also diese Best Practices einhält mit, dass halt der Local State auf dem Server auf so einer VM auf jeden Fall nicht persistent als persistent angesehen werden kann. Das muss irgendwo hin repliziert werden. Sachen dürfen jederzeit ausfallen. Man muss Failover machen. Das sind eigentlich Sachen, die auch nicht neu sind, die aber vielleicht einfacher sind oder zumindest man halt in einer gewissen Weise dazu gezwungen wird, sich halt nochmal neu damit zu beschäftigen, was vielleicht auch nochmal ein bisschen neuen Input liefert, um seine Architekturen tatsächlich und also seine Deployments tatsächlich besser zu machen, als wir das bisher vielleicht gemacht haben. Ja, was ich bei uns noch geändert habe, ist einfach die Komplexität der Probleme. Die hat sich in den letzten 10 Jahren massiv erhöht. Das heißt, wahrscheinlich die Architektur wäre wahrscheinlich relativ dieselbe wie vor 10 Jahren, wenn wir die Komplexität schon gehabt hätten. Aber heute haben wir meistens viel mehr Umsysteme, viel mehr Interaktion. Aber die Prinzipien, ja, sind eigentlich immer noch die gleichen. Wie ist eure Erfahrung in den Projekten? Die Architektur ist ja durchaus auch ein Aufgabengebiet, das eigentlich nicht unbedingt direkt quasi mit der reinen Implementation zu tun hat, sondern so wie eine Ebene höher auch schwebt. Teilweise zumindest. Auf der anderen Seite haben wir aber auch die Interaktion mit den Programmierern, damit ja unsere Architekturideen auch irgendwie, wie soll ich sagen, zum Leben erwachen. Wie macht ihr das? Also es ist noch schwierig, was ist jetzt Architektur, was ist Design zum Beispiel? Und für mich ist klar, Architektur ist, wenn ich im agilen Team unterwegs bin, das ist die Aufgabe des ganzen Teams. Logischerweise habe ich Leute, die ein bisschen mehr Erfahrung haben, mehr Wissen, vielleicht ein bisschen architekturaffiner sind als andere. Das heißt, wird sie ein bisschen verteilen. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, es müssen alle mitziehen. Dann müssen auch alle verstehen und auch alle umsetzen. Weil es nützt mir nicht, wenn ich schön dokumentierte Architektur habe, aber wenn ich eine Zeile Code schreibe, dann weiß ich das nicht und ich programmiere ganz was anderes. Also immer für mich ganz klar ein Team vor, muss auch viel über Architektur sprechen. Auch immer schauen, ist das, was wir haben, gut oder kommt irgendwas, das eine Veränderung bedingt? Also da muss sehr viel miteinander kommuniziert werden. Ja, dann mache ich so quasi die Schlussfrage, weil dann ist die Zeit auch schon wieder um. Geht in eine ähnliche Richtung wie die letzte. Was ist für euch ein guter Architekt? Das ist die schwierigste Frage heute Abend. ein guter Architekt, am liebsten hätte ich gar keinen, weil auf das Team die Architekturarbeit macht. Das heißt, wenn ich jetzt aber einen Architekt habe, heißt das, er coacht sein Team, er hilft seinem Team zusammen die Entscheidungen zu finden. Er hat natürlich das Know-how, das es braucht als Architekt. Also er weiß, wie man Architektur entwirft, er weiß, wie man Entscheide trifft. Aber für mich ist ganz klar ein sehr guter Teamplayer. Also ganz klar diese Abgrenzung zum Elfenbeinarchitekten, der in seiner dunklen Kammer irgendeine Architektur entwirft und den Entwicklern hinwirft, mach mal. Sondern es ist wirklich ein Teamplayer, der mit dem Team zusammen eine gute Lösung findet. Also sehr viel auch Coaching, Mentoring, gut präsentieren, Leute überzeugen, auch Stakeholder ins Boot holen, Risiken aufzeigen, also technische Risiken. Wirklich diese Schaltstelle zwischen all diesen Leuten ist für mich der Architekt. Vermittler. Also ja, genau, so quasi der Vermittler zwischen den verschiedenen Interessen und den verschiedenen Leuten, die dann halt daran beteiligt sind, die Architektur dann ja zu designen und umzusetzen. Im Prinzip so ein Distributed Architect wäre das dann so der deine Wunschvorstellung, ja. Ja, dann ist die Zeit im Prinzip um. Ich danke vielmals, dass ihr gekommen seid und wünsche euch auch noch einen schönen Abend. Danke. Danke gleichfalls.